Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder bei Bauforum 24TV. Ich bin für euch heute in Spanien, in Malaga, auf dem Caterpillar Test- und Demo-Gelände. Ja, und was gibt's hier? Cat und Zeppelin haben uns eingeladen, um euch was Neues zu zeigen. Und zwar die neue Generation der Raupenbagger. Da steht er. Neue Generation heißt was? Bisher hatten wir die F-Serie. Und die neue Generation müsste ja dann eigentlich die ABCDEFG-Serie heißen, ist aber nicht, denn Cat hat direkt mal gesagt, wir machen alles anders oder vieles anders und vor allen Dingen vereinfachen wir das Ganze ein bisschen bis hin zur Nomenklatur. Deshalb heißen die neuen Geräte jetzt 320 oder auch 323. Hier haben wir den 320. Das ist die Premium-Variante. Und wir haben auch die GC-Variante hier als 320 GC. Und der GC soll in Europa eigentlich die neue Standardvariante werden für alles das, was so im normalen Erdbau, Tiefbau anfällt und für Sachen, die eben einen Premium-Anspruch haben, wo du alle Assistenzsysteme, alle Techniken drin haben willst, da ist es halt diese Serie, also ohne GC in dem Sinne hier eigentlich nur 320 oder 320, wie man ja bei uns sagt. Ja, ich sage euch gleich vorab, der Bagger ist kein Facelift, der Bagger ist wirklich neu, da gibt es einiges zu entdecken, aber ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, 320, das ist er. Jetzt mal ein paar Details. Wir müssen uns etwas kurz fassen, was das auch immer heißt bei mir, denn wir haben nicht viel Zeit. Heute ist ja Weltpremiere und es sind auch noch ein paar andere Kollegen da und wir haben uns das Gerät hier eben so ein bisschen beiseite genommen, dürfen wir gar nicht weiter sagen. Aber dann haben wir jetzt mal Ruhe und ich kann euch das Gerät ein bisschen in Ruhe zeigen. Und in Ruhe zeigen heißt, ich habe, glaube ich, irgendwie 20 Minuten zur Verfügung. Deswegen legen wir gleich los. Also 320, klar, Typenbezeichnung ist jetzt bei Cat entsprechend so. Da gibt es keine Buchstaben mehr, außer das GC für die Standardmaschine. So, und was gibt es noch? Unterwagen vielleicht. Da hat sich nicht viel getan, bis auf, hier sind jetzt drei Aufstiege. Und warum sind die Aufstiege da? Kommt mal mit, zeige ich euch. Wenn wir nämlich rumgehen, dann sehen wir, das fällt natürlich auch optisch sofort ins Auge, ihr habt jetzt hier einen Aufstieg. Vorher war ja hier auch der Tank etwas voluminöser und der Aufstieg war nicht so einfach. Jetzt hast du hier quasi so ein Aufstieg mit Stufen eingebaut und das haben sie ganz clever gemacht, denn hier ist ja nach wie vor der Tank vorhanden aus Kunststoff, aber eben diese Stufen, dieser Aufstieg ist in den Tank mit integriert. Hier vorne kann man aufmachen, ist AdBlue, unzweifelhaft zu erkennen an dem blauen Verschluss. Das heißt, wir haben AdBlue, wir haben auch einen DPF, einen Partikelfilter. So, und daran siehst du jetzt hier, egal ob du jetzt so oder so stehst, der Aufstieg ist im Prinzip in einer Flucht hier mit dem Tritt am Unterwagen. Du brauchst aber für den Daily Check gar nicht großartig immer auf das Gerät, denn du hast natürlich hier auch noch eine Klappe. Kann ich hier feststellen. So. Also ich kenne mich, ich sehe das Gerät jetzt eigentlich auch zum ersten Mal so richtig. Deswegen, falls euch was auffällt, falls euch noch was einfällt, immer schön in die Kommentare. Dazu ist das ja da. Was sehe ich hier? Eine Neuerung. Es gibt einen Ölmessstab, auch hier unten. Der ist hier. Du hast oben weiterhin noch einen Ölmessstab, ganz normal Standard. Dann, was sehen wir hier? Da würde ich sagen, das dürfte hier Betankungspumpe sein. Gehe ich von aus. Dann hast du hier Filter, soweit alle im Zugriff. Da ist die Hydraulikpumpe. Die Dieselpumpe zum Auftanken, die war vorher bei der F-Serie da vorne, wo jetzt der AdBlue-Tank ist. Deswegen ist das jetzt hier drin. Das heißt, du kannst es rausnehmen ins Spritfass rein. Hier hast du den Knopf für die Betankungspumpe.
diese beiden Kollegen hier, das sind Leitungen, da kannst du zum einen Motoröl abpumpen und das Hydrauliköl. Und das habe ich euch schon gesagt hier, Diesel ist hier, der Hydrauliktank ist hier hinter. Das ist kein Kunststofftank, sondern regulär noch ein Blechtank. Und du siehst ja das Schauglas, da kannst du mal eben den Level oder den Füllstand checken. Der Dieseltank an sich ist etwas kleiner geworden. Andererseits ist die Maschine auch etwas sparsamer. Und man hat mir gesagt, dass im Gegensatz zu vorher, wo ein AdBlue-Tank für 2 Dieseltankfüllungen reichte, soll jetzt der AdBlue-Tank für 3 Dieseltankfüllungen reichen. Die Frage ist, wie viele Stunden kommen da wirklich bei rum? Was ist in der Praxis wirklich an Kraftstoffersparnis möglich? Kann ich euch natürlich jetzt so nicht sagen. Aber die Maßnahmen zur Kraftstoffersparnis, die sind ganz interessant, weil das wirklich so ein Maßnahmenpaket ist. Caterpillar sagt uns, dass diese neue Generation bis zu 25% weniger Kraftstoff verbraucht. Und das geschieht unter anderem dadurch, dass die ganzen Hydraulikventile, die ganze Steuerung, das geschieht elektrohydraulisch bzw. elektromagnetisch über Magnetventile. Und die Vorsteuerung, du hast auch keine Pilotvorsteuerung mehr mit Hydraulik, die dann in die Joysticks geht, sondern das findet alles hier statt. Und die Joysticks sind wirklich nur noch quasi Schalter für ein Steer-by-Wire. Da ist schon mal ein Effizienzgewinn möglich, weil du die Steuerung jetzt noch viel genauer machen kannst. Plus, das ist fast wie so ein bisschen beim Auto mit den ganzen Lane-Assist-Systemen, wo die Lenkung mit benutzt wird, Einparkassistent und so weiter. Das geht ja im Prinzip auch nur, zumindest praktikabel, mit einer elektrohydraulischen Lenkung. Und hier ist das so ein bisschen so ähnlich, weil dann hast du die Möglichkeit, auch die ganzen Assistenten mit reinzubringen, wie zum Beispiel die Begrenzung des Schwenkradius und so weiter. Das zeige ich euch gleich noch mal kurz. Was aber auch noch für die Kraftstoffersparnis verantwortlich ist, dass die ganzen Lüfter mittlerweile nicht mehr über Riemen vom Abtrieb des Motors angetrieben werden oder hydraulische Motoren haben, sondern die Lüfter sind jetzt alle elektrisch und können dadurch noch besser geregelt oder bedarfsgesteuert aktiviert oder deaktiviert werden, und das spart auch nochmal Sprit. Und last but not least, da oben seht ihr die ganze Abgasnachbehandlung, SCR. Klar, hat er, aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ding nochmal oben an hier. So, das ist jetzt der Aufstieg. Kennt man ja eher auch von Maschinen, die eigentlich so in der Tonnenklasse 35, 40, 50 Tonnen sind. Die haben das standardmäßig eigentlich so. Relativ ungewohnt für mich, aber ist natürlich cool, weil der Aufstieg deutlich einfach ist. Hier natürlich ganz normal die ganzen Motorhauben. Wie man sieht, da ist ein Cat C4.4 Motor drin. Das ist ein Vierzylinder mit 161 PS, glaube ich. Und was man da sieht, Lüfter, die alle elektrisch angetrieben sind. Man sieht das ja, die ganzen Zuleitungen zu den Lüftern direkt. Hinten Heck des Baggers, klassischerweise wie bei Cat, schon seit einigen Jahren üblich. Hier das Logo, recht prominent. Form ist etwas anders geworden. Gefällt mir ganz gut. Wie gefällt es euch? Schreibt mal. Und was man hier sieht, ist Rückfahrkamera. Klar, ist im Prinzip ja Pflicht. Die ist aber hier relativ verdeckt verbaut. Allerdings sehe ich hier, die ist noch nicht ganz abgedeckt. Also wenn es jetzt ganz blöd laufen würde, dann wäre die Linse kaputt. Ich kann mir aber eigentlich nur vorstellen, dass das noch Vorserie ist. Dass da noch irgendwas drauf kommt, eine Abdeckung oder sowas. So, lass uns mal vorne gucken. Was mir nämlich aufgefallen ist, da vorne der Scheinwerfer ist LED, also generell die ganzen Scheinwerfer hier sind jetzt standardmäßig als LED. Es gibt aber wohl noch eine Option, dass es 2 Versionen gibt. Die eine Version kostet dann Aufpreis und ist dann noch irgendwie ein bisschen heller von der Lumenzahl. Aber normalerweise war dieser Scheinwerfer bei der F-Serie hier, war auch eckig
Und das soll dazu sein, dass wenn sich jetzt irgendwas auf der Kette da verhakt oder verkantet drauf fällt und du fährst, dass das nicht irgendwo den Scheinwerfer beschädigt. Also nochmal mehr im geschützten Bereich. Und am Ausleger fällt noch auf, dass da vorne, wo das Kabel hingeht, das ist ein Sensor. Das ist für die ganzen Assistenzsysteme. Der gibt also eben Winkel, Position etc. Und das haben sie geändert. Das war nämlich vorher in oder an den Zylindern. Und wenn dann der Sensor mal defekt war, dann musste man wohl den Zylinder austauschen, zumindest reparieren, weil man das nicht trennen konnte. Und das ist jetzt wohl relativ einfach. 3 Schrauben abschrauben, 9 dran schrauben, Klick und dann geht's weiter. So sagte man uns. So, hier haben wir auch noch Klappen. Und hier ist, habt ihr vorhin schon von oben gesehen, hier sitzen natürlich die ganzen Kühler. Ich kann die Kühler jetzt nicht irgendwie wegklappen. Aber standardmäßig ist eine Umkehrlüftung verbaut, die muss ich aber manuell ausführen. Also muss ich sagen, okay, auf Knopfdruck kann ich einmal Umkehrlüftung machen. Es geht wohl nicht so, dass ich das automatisieren kann, dass er alle 10 Stunden oder so das eben machen würde. Aber damit bläst er eben die Kühler wieder frei. Zusätzlich hat man uns auch noch erzählt, dass die Kollegen von Caterpillar sich auch in Versuchen Gedanken gemacht haben über die Lochweite dieses Gitters hier, was also am besten ist für die Luftdurchströmung, aber auch schon so ein bisschen was abhält. Ja, da vorne Hauptschalter. Und was haben wir hier? Luftfilter und Batterien, Wischwasser. Und hier sieht der Kenner, dass wir hier im Prinzip einen Zyklonvorfilter haben. Das heißt, das hier sind quasi wie kleine Turbinen und die einströmende Luft bekommt eine Rotation. Und durch die Rotation, wenn ihr zum Beispiel so einen beutellosen Staubsauger habt, die funktionieren auch nach dem Zyklonprinzip, durch die Rotation werden Schmutzpartikel oder Staubpartikel schon nach außen geschleudert und fallen in einen Behälter, also nämlich hier in diesen. Und dann kommt hier der Staub raus. Also ein Vorabscheider und der eigentliche Filter ist dementsprechend dann nicht so belastet. Ist jetzt kein Hexenwerk, gibt es natürlich woanders auch schon. Ich meine, die Vorgängergeneration hatte das auch schon, aber was die Jungs von Caterpillar uns erzählt haben, oder die Jungs und Mädels, dass man auch da eine Vereinfachung hat. Das heißt, man hatte früher für die Range sehr viele Typen von Luftfiltern. Mittlerweile hat man nur noch ein paar Typen, sodass die Ersatzteilhaltung auch beim Kunden, der jetzt eine Cat-Flotte hat, wesentlich vereinfacht wird. Ölfilter ist, glaube ich, genau dasselbe Thema. Ja. Und dann sieht man hier auch noch Elektriksteuergeräte im Zugriff. Und was das da ist, das weiß ich jetzt nicht. Irgendwas mit einer Antenne vielleicht. Wer es von euch weiß, in die Kommentare. So, Klappen zu. Jetzt würde ich sagen, lass uns das Ding doch mal von innen angucken. Denn Kabine ist auch neu. Was mir auffällt, wenn ich die Tür aufmache. Du hast jetzt hier die Konsole. Konsole schwenkt natürlich mit der Armlehne, mit dem Joystick hier bei der Serie. Ja, und optisch auffällig sieht man hier Cat-Logo schön in Chrom. Sieht ganz schnittig aus, finde ich. Optik ist die eine Sache. Andere Sache ist natürlich Funktionalität. Die Kabine ist angeblich auch etwas größer geworden. Und wir haben bei der GC-Serie eine Standardkabine. Und hier bei dieser Serie haben wir eine erweiterte Kabine. Bei GC hast du zum Beispiel keinen luftgefederten Schwingsitz. Hier bei dieser Variante haben wir einen luftgefederten Sitz, den man aber noch manuell einstellen muss. Und dann gibt es noch eine Premium-Variante, da ist auch die Einstellung automatisch adaptiv auf das Gewicht des Fahrers. So, was auffällt, die Konsole, klar, klappt jetzt runter. Jetzt ist hier Safety Lock. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob dieser Griff schon früher so war. Was mir auch auffiel, ich habe hier die 70-30 Scheibe, also obere Scheibe kann ich hochfahren. Das haben sie hier ganz gut gemacht von der Verriegelung oder Entriegelung, dass ich das hier schön an einem, an einer Stelle habe. Was mir aber auffällt ist, wir haben hier Maschine mit allen Optionen und standardmäßig
haben wir jetzt ein Touchscreen, also das ist quasi wie so ein iPad für die komplette Konfiguration, für die meisten Funktionen auch. Und standardmäßig kommt es mit 8 Zoll. Wir haben hier die 10 Zoll Variante und wir haben hier weitere Assist-Systeme als Option. Und damit kommt dann auch ein zweiter Bildschirm. Da sollten die aber noch mal gucken. Ich glaube, das ist auch noch nicht Ende der Durchsage hier, weil das ja auch noch, denke ich, Vorserie ist. Denn das ist jetzt hier mit dem Griff ein bisschen blöd. Da kommst du nicht richtig dran. Ich denke, da überlegen die sich noch eine andere Halterung. Mal schauen. So, zum Starten der Maschine hast du hier keinen Schlüssel mehr. Du hast mehrere Möglichkeiten, drei an der Zahl. Du hast entweder einen Bluetooth-Key, also wahrscheinlich sowas ähnliches wie ein USB-Stick, den du in der Tasche hast. Du kommst in die Maschine rein, Maschine erkennt das und du kannst starten. Und deine gesamte Konfiguration ist hier auch abgespeichert. Das kennt man ja teilweise aus Autos, da hast du zwei Schlüssel. Du stellst dir das alles ein, ob der Nachleuchtzeit hat, Klimatronic und so weiter. Und das gibt es jetzt hier auch. Und das kenne ich von keinem anderen Bagger, finde ich super genial. Aber du hast nicht nur diesen Key, sondern du hast noch zwei andere Möglichkeiten. Entweder du hast eine App auf deinem Handy, du pairst diese App mit dem Bagger und dann hast du Zugang, aber auch die gesamte Konfiguration wird abgespeichert. Oder das Einfachste ist einfach ein PIN, also ein Zahlencode, den vergibst du, den gibst du ein und dann ist auch die Maschine zum einen operabel, aber auch konfiguriert. Und das gilt auch für mehrere Zugänge. So, jetzt will ich starten, also gebe ich hier den PIN ein. So, System Starting. Und das sieht jetzt schon ziemlich abgefahren aus, denn was sehe ich? Ich sehe jetzt schon quasi eine Grafik, wo mir nochmal die ganze Tastenbelegung gezeigt wird. Und hier steht jetzt zum Beispiel Target Depth, Target Slope, Bucket Recall, Reway, Grade and Bucket Laser and whatsoever. Hupe auch schön. Interessant sind diese Sachen hier. Das heißt nämlich, ich habe hier ein Assistenzsystem drauf, wo ich eine Tiefe einmal speichern kann und dann gehe ich mit dem Joystick einfach runter und der hält bei der Tiefe an. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Fence-Funktion, das heißt, ich programmiere, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude habe, dann sage ich, okay, bis hierhin und nicht weiter, da kann ich nicht weiter schwenken. Und ich habe eine Swing-Assist-Funktion, wenn ich zum Beispiel einen Truck habe, den ich beladen möchte oder den Graben, dann stelle ich das so ein, ich schwenke einfach rüber und dann bleibt das stehen. Ich kann aber wieder auf neutral gehen und kann halt einen Override machen, also ich kann es übersteuern. Dieser Fence, den kann ich nicht übersteuern. Das ist wirklich für eine Sicherheit, für ein Auto, was da steht oder ein Gebäude, ein Strommast. Coole Sache. So, und jetzt ist leider Folgendes. Ich kann nicht fahren, weil ich habe euch ja anfangs gesagt, wir haben das Gerät uns nur kurz ausgeborgt. Das heißt, das müssen wir nachholen. Ich werde mich darum kümmern, dass ich euch nochmal einen Eindruck geben kann. Das war jetzt nur ein erster Walkaround. Ihr habt das Gerät gesehen, auch ein bisschen in Action. Ich würde sagen, schreibt mir mal in die Kommentare, was ist eure Meinung? Wie gefallen euch die Funktionen? Da gibt es auch noch ein paar mehr. Die gibt es nochmal im Detail an einer anderen Gelegenheit, zu einer anderen Gelegenheit. Und ja, würde mich freuen über eure Kommentare. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann.